Schauen wir mal weiter, wie stabil Gothic 1 genau ist. Vor allen Dingen. Das Minental sieht tatsächlich ganz schön aus. Hatte man seinerzeit auch so viel Weitsicht? Ach guck mal, da hinten ist die Burg. Also, das, was eines Tages die Burg sein wird. Spoiler. Und wie sieht es hier, ich will nicht sagen karg aus, aber es sieht weniger karg aus als in Gothic 2. Jetzt, ne? Achso, ich darf die Maus dabei nicht drücken. Naja, gut. Also das Klettern, das dauert wahrscheinlich eine Weile, bis ich das... Oh, das weißt du, er beugt sich halt erst hin, denn... Das Truhe aufmachen ist richtig anstrengend. Was haben wir hier noch? Eine Spitzhacke. Ob ich den der für Profit verkaufen kann? Aber wahrscheinlich sind Spitzhacken jetzt ziemlich wenig wert, weil Olle König Gundyr wahrscheinlich alle 5 Minuten hier eine Spitzhacke her schmeißt. Muss ja sicherstellen, dass seine, naja, mehr oder weniger unfreiwilligen Arbeitssklaven tatsächlich auch vernünftig arbeiten. Ich frage mich übrigens, ob die Wachen darüber vorher informiert wurden, bevor sie diese Barriere aufgebaut haben. Die sind jetzt wahrscheinlich alle tot. Es gibt nicht mehr allzu viele von den Königstreuen. Aber wussten die vorher davon? Hat denen jemand Bescheid gesagt, dass hier eine dicke Barriere kommt, dass wir nicht rauskommen? Weil das Ding ist halt, die Barriere scheint ja One-Way zu sein. Ach guck mal, da vorne ist ein Scavenger. Hier ist noch eine Fackel. Ich bin die ganze Zeit Pfeile, aber keinen Bogen. Es ist nur ein Scavenger, den kriegen wir doch bestimmt tot, oder? Also weit so gut, ne? Also es läuft. Das ist 40 Erfahrungspunkte. Oh, ein Knüppel. Ist der Knüppel stärker? Oder ist der einfach nur... Das ist... Was ich dabei gedacht habe seinerzeit, das ist ja im zweiten Teil noch viel schlimmer, dass du halt irgendwie Länder angehörst, viele Gegenstände einfällt. Das ist, Menschen. Ganz viele Menschen. Moment, ich muss kurz schon mal den Returning-Mod für Gothic 2 probiert. Ich müsste erstmal Gothic 2 durchspielen, wollte ich gerade sagen, aber nicht Gothic 1 durchspielen. Danach können wir darüber reden. Ich würde jetzt gerne erstmal die Hauptspiele durchspielen, bevor ihr. Er hätte das Schwert zwei. Ist das ein Einhandschwert? Er hätte es zweihändig. Na, er hat wahrscheinlich mehr Kraft im Schlag. Da wollen wir uns noch nicht drüber schweren. Bestes Spiel sagt Botting. Hallo Botting. Je nach Grafikkarte, man konnte die einstellen. Also, das ist. Gothic 2 ist durch, ja. Ist ja noch sehr ungeübt. Habe ich das falsche Spiel? Ich habe das richtige Spiel eingestellt. Das kenne ich ja auch alles. Es sieht jetzt aber gerade wesentlich mehr Vegetation aus, ne? Als im zweiten Teil. Gut, der Fluss da unten bewegt sich nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, ich rechne damit, dass das Spiel übrigens behindert oft abstürzen wird, ne? Weil ich habe halt mit irgendwelche DirectX11-Renderer, die irgendwie bestenfalls experimentell genannt werden können, installiert und das ist ein Zeug und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich gemacht habe, ich habe das noch nicht intensiv getestet. Also wenn jetzt hier das Spiel wie dreifach hintereinander abstürzt, dann müssen wir halt mal gucken, was wir tun. Das sind halt auch Teststream, ne? Da hinten sind noch mehr Scavenger. Ich weiß nicht, ob ich gegen mehr als gegen einen eine Chance habe. Das Kampfsystem vom Spiel macht ja... Oh, könnt ihr mir einen Bogen geben? Quicksave. Das Kampfsystem vom Spiel bevorzugt mich ja, wenn ich gegen einzelne Gegner kämpfe. Zumindest wenn man weiß, was man tut, was ich mir besser fixiert. Wer sind Mensch? Drex und Radford. Grüßt euch. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Hm. Die sind dann wohl vom neuen Jäger, nehme ich an. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Jetzt hast du das Spiel mit Spine installiert. Also ich kann dir kurz vorlesen, was ich installiert habe. Ich habe so ein Steam-Community-Dingsbums gemacht. Ich habe, na gut, den 1.08k-Patcher hier installiert, das war bei GOG schon mit bei. Ich habe das Player-Kit installiert, ich habe das System-Kit installiert. Ich habe das DirectX11-Mod-Dingsbums installiert und ich habe das Enhanced-Texture-Mod von Risi installiert. Und dann habe ich noch die Gothic-Echse mit irgendeinem komischen 4-GB-Patch nochmal einmal behandelt. Aber das war alles sehr dubios. Also das ist wahrscheinlich, meine ich, gerade mit der Bitcoins oder so. Dass ich irgendwelchen random Leuten irgendwelche Fragen stellen kann. Also vor allem so viele, ne? Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak.
Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Oh, den kann ich bestimmt verraten, oder? Ach, schön, dass er mir das mal eben so verrät, ne? Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Was? Bein ist so eine Art Lounge, in die ganzen Mods angezeigt werden. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich das, ich habe so eine Verknüpfung, wenn ich die aufmache, dann startet nicht direkt das Spiel, sondern er zeigt mir so, also er zeigt mir nur Gothic 2 Mod an, also es ist anscheinend das Gemunte. Und wahrscheinlich könnte ich auch andere Gothic 1 Dinge, wahrscheinlich könnte ich auch andere auswählen, ich habe es noch nicht gemacht. Verkauft er die Karten nicht? Wahrscheinlich schon, aber die alten Lager, neuen Lagertypen klauen noch bestimmt, oder? Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Naja, na gut. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Mhm. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Du brauchst deine Frau, dann hast du Erz. Ja, aber ich weiß nicht, ob die das so geil finde, wenn ich sie verkaufe. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, das funktioniert so nicht. Ich bin ja wäre nicht in der Lage, meine Waren zu verteidigen im übertragenen Sinn. Die Mods, die ich habe, sollten das Spiel eigentlich stabil laufen lassen. Also beim DirectX11-Mod stand direkt dran, ja, hier in Höhlen, sie wirst du manchmal Wände nicht sehen und wenn es regnet, dann sind die Safe Games co-opt. Was auch immer der Regen mit dem Safe Games zu tun hat, was weiß ich. Na gut, ja, die jagen wahrscheinlich was Scavenger. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Oho. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ach, dieses. So, Drax? Naja, jetzt muss ich an die andere. Nee, ich muss wirklich drücken und dann nach vorne drücken. Oh. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, was, habe ich ein Bier? Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen, wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Toller Tipp. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge, aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Praktisch. Na gut, ja, schönen Tag noch. Ja gut, natürlich verlangt er viel. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen. Ja, würde ich ja gerne. Und ich habe schon abgesehen, dass ich ungefähr aktuell 3 Erz habe. Also Erz ist anscheinend das Gold hier, was ja auch irgendwie logisch ist im Kontext hier dieser Gefängniskolonie. Aber ich habe halt leider 0. Also doch, ich habe 3, glaube ich, oder?
Nahrung, Tränke, Schriften. Kann ich den eigentlich. Das Siegel darf nicht geöffnet werden. Ich habe 2 Erzbrocken. Wert 1. Warte mal, das hier ist aber. Münzen. Ich habe das Gefühl, wenn die ganze Zeit über Erz reden, dass die Münzen dann wahrscheinlich eher nichts wert sind. Er hat natürlich einen guten Punkt, dass man die einzelnen Scavenger dann wahrscheinlich eher nicht jagen sollte. Auf der anderen Seite, wenn das ja so ist wie im Nachfolger, dass ich das so der ganze Scheiß resettet, ist mir das auch eigentlich auch egal. Obwohl ich wirklich gerne wüsste, was passiert, wenn die mich als erstes treffen. Ist das wirklich so schlimm? Kann mir aber nicht vorstellen. Weiß ich, will niemals meine Frau für ein Kamel verkaufen? Haben die denn den armen Scavenger? Die sind wieder vom neuen Lager, oder? Das arme Kamel, der Scavenger. Ja, den wollte ich doch töten. Seraphis? Klingt wichtig. Achso, wir machen hier die örtliche Brücke und Brückenwachen. Na gut, die sind ziemlich unwichtig. Sollte man denn, ich gehe mal weiter, ja. Solange ich hier keinen Schaden nehme, ist alles gut durch. Ist das ein. Yes. Haut ab, ihr Penner! Das ist mein Dings! Oh, die Homie wissen noch. Sind mich tatsächlich treffen? Warum bringen die jetzt endlich mehr Erfahrung? Achso, die sind nicht jung, ne? Das ist ein normaler Scavenger. Hehe. Ja, die droppen auch mehr Fleisch. Schön. Was? Würde es mich für ein Höllenpilz? Kein Höhlenpilz, das ist ein Höllenpilz. Das ist das ein Übersetzungsfehler oder heißen die wirklich? Gut, dass ich schon so viel Kämpfen geübt habe im Vorgänger. Okay, ich sollte wahrscheinlich jetzt ganz schnell in die Stadt kommen und erstmal darauf verzichten, gegen das örtliche Wildleben zu kämpfen. Da hinten ist ein Wolf. Ein Wolf ist wahrscheinlich mein Tod. Vor allem mit 5 AP. Fliegen. Der springt doch sehr witzig. Na gut, ich glaube. Oh, die da drüben hauen auch gerade eine Fliege kaputt. Wie viel Viehzeug hier rumfliegt, ist ja schön. Interessant übrigens, dass das Lager so ein Wall noch hat. Guck mal hier. Ach, die Flügel, muss ich gar nicht leveln. Ach, schön. Lassen die mich ja nicht vorbei. Einfach so. Ja. Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Ah ja, Tipps. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Toll. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Na gut, das war. Ja, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ach ja, und ja, muss das Erz ja tatsächlich auch abbauen, ne? Ich weiß nicht, ob mir das alte Lager so gefällt. Aber das neue Lager klingt jetzt auch noch ganz schön Halsabschneider. Da hinten sind irgendwie Moritz. Nein, ist denn der Scavenger noch? Oh, guck mal, ein Bier. Also, die spätestens hier hätten wir es jetzt auch gekriegt. Waldbeere noch. Schön. Ich werde jetzt einfach 2 Stunden lang nicht ins Lager kommen. So, Erschlag, 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 Erschlag. Papa! Alte Lager haben ihre Vorteile. Ich glaube, gar keine HP zu haben ist eher. Was denn? Ich bin noch gut in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht, was das ist. Die habe ich alle um. Diese Scavenger. Was ist das hier hinten eigentlich für ein Aquädukt? Aquädukt? Ist einfach nur. Wer baut denn hier sowas? Jetzt ist es draußen mit dem Fürsthit. Ja, gut, ich habe noch 1 HP. Das ist halt kein Wunder, dass ich umkippe. Also vor den Insekten habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Weil, also, wie hießen die? Bloodflies? Nee. Das waren die anderen. Ich habe vergessen, wie diese Scheißviecher heißen, aber ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Ja, fuck. Ich bin sowas tot, oder mal. Da! Da! Es war ein guter Versuch. Blutfliegen. Ach ja, genau. Ich werde an dieser Fliege so oft sterben. Fliege. An diesen Scavenger. Ich habe nämlich nicht ge. Was, die vergiften auch? Was haben sie im. Hey! Der hat mich einfach ignoriert. Das haben die im zweiten Teil nicht gemacht. Vergiften. Und ich habe es einfach nie gemerkt. Ich will nichts sagen, aber an sich geht das hier wesentlich besser vonstatten als im zweiten Teil. Du schaffst es? Doch, haben die auch? Echt? Habe ich nie gemerkt.
Na gut. Dann haben die auch vergiftet. Quick Save. Bekommst du noch einen Lauchbalken? Grün. Oh. Gerade wo du ein großer Freund von Lauch bist. Nein! Drecksvieh. Also es wäre erheblich einfacher, wenn ich mal ein paar HP hätte. Habe ich nicht irgendwo noch was zu essen bei? Ich kann doch bestimmt hier... Guck mal, ich kann doch hier... Was habe ich denn noch so zum Essen? Ich habe hier Höllenpilze. Das ist bestimmt eine gute Idee zu essen. Ich glaube, ich esse mal lieber die Waldbeeren. Wie esse ich den Scheiß denn jetzt? Wie viele Lebenspunkte habe ich? Also wenn ich hier meinen Lebenspunkten richtig identifiziere, habe ich so ungefähr 10. Ach, und welche komischen Sachen sollten Geräusche machen? Habe ich auch schon gehört. Wenn dann muss ich das Spiel gelegentlich neu starten. Der erste Schlag, den ich gerade gemacht habe, hat auch kein Geräusch gemacht. Ich glaube, der Punkt ist bald gekommen, wo ich das Spiel neu starten muss. Ich glaube, ich starte es dann gleich nochmal neu. Also nach dieser Episode. Ach, guck mal, hier ist er auch schön. Was haben wir hier noch Feines? Also das Scavenger? Da hinten ist ein Turm. Der Turm sieht doch lauschig aus. Da laufen wir mal hin. Den kenne ich, glaube ich, den Turm auch. Auf Speichern am Anfang wird es wohl nötig sein. Ja, ja, warte mal, ich sollte vielleicht mal... Ich muss halt aufpassen wegen dem, wegen den eventuellen Korruptionen von Spielständen, die mir angedroht wurde. Habe ich gerade Schaden genommen? Vom Fallen? F5? Ne, ich will halt... Das ist halt genau das Problem. Wenn ich immer das Quickstep überspeichere, laufe ich halt genau in die Gefahr... Dass es halt, wenn irgendwas ist, was das hat ja Gothic 2 auch schon gehabt, dass dann irgendwas die Spielstände korrumpiert. Aha. Kann ich die Tür aber auch aufziehen? Aha, ein Tor. Verdammt! Oh. Wie viele Dietriche hatte ich? Ich hätte wahrscheinlich nur genau einen, oder? Oh, ich hatte in der Tat nur genau einen Dietrich. Oder? Du hattest einen. Okay, dann laden wir mal eben. Aber hey, man muss ich Schlossgang nicht lernen. Das ist schon mal viel wert. Und ich habe Fallschaden genommen, sehe ich gerade. Ist wahrscheinlich. Das kriegen wir hin. Ich krieg das hin. Ich lasse mir hier nichts entgehen. Also mit einem Dietrich kann man viel machen, außer dass man andere Quicksave und Quickload können. Ach, verdammt. Die Vögel machen irgendwie so ein komisches, so ein Geräusch. Aber ich bin ja bereits Meister in diesem Schlossknacksystem, also das habe ich ja schon lange gelernt. Vor allem weiß ich, wie man es erschummelt. Das kriegen wir alles hin. Ich krieg das da auf, wenn ich 20 Mal quickloaden muss. So. Ich muss mich mal direkt mal testen, kann ich die Tür eigentlich... Ah, nee, ich kann nicht... Ich hätte gedacht, dass ich die Tür vielleicht nach innen ziehen kann. Was ist das eigentlich für eine leicht bekleidete Nymphe, die da liegt? So, warte mal, jetzt hier. Ich muss die ganze Zeit die Mauszeiger... Da muss man das merken. Okay. Ah, okay. Also, das ist, glaube ich, rechts. Das sind die Türen, speichern sich also nicht. Na gut, dann. Also, rechts, links, links. Verwitterte Axt. Grobes Schwert. Herzbrocken. Ziemlich viele. 7 Pfeile. Und ein Feuerpfeil. Wuhu. Na, wenn das sich mal nicht gelohnt hat. Und wir haben unseren Dietrich noch. Ja, da unten sind die komischen anderen Viecher, die ich nicht leiden kann. Aber ich sehe gerade, ich habe ja ein altes Schwert. Das ist sogar noch besser als das rostige Schwert. Beziehungsweise die grobe Axt, beziehungsweise das Schwert wäre noch besser, aber ich glaube, ich habe einfach nur 10, ich habe nur 10 Dings, oder? B? Genau, ich habe nur 10 Stärke. Na gut. Burning wird wieder Magier? Nein, ich werde auf keinen Fall wieder Magier. Das... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so mistig ist. Moment, ich versuche gerade eine WhatsApp zu schreiben, das klappt nicht ganz so gut, weil ich eigentlich dachte, ich schaffe das innerhalb von 3 Sekunden. Aber es geht doch nicht so gut. So, nimm dies, du elendige Bestie. Wir sollten vielleicht auch einfach ins alte Lager gehen. Guck mal, hier vorne. Ja, so schlimm sind die Viecher jetzt auch nicht, wenn sie einen hauen.
man vorher fleißig Waldbeeren gesammelt hat, ist alles gut. An sich möchte ich ja nicht nur das. Ach, das ist das erste Level up, bringt mir nicht gar nicht so viel. Es hat bloß die Frage, ob das halt. Ach, das hier ist wahrscheinlich das neue Lager, oder? Na gut, mit denen reden wir gleich. Demnächst. Bald.